Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Es wartet jetzt die 19. Lektion auf uns. Da geht es darum, Textvariablen, sogenannte Strings, auf der Webseite auszugeben. Wir haben hier wieder das entsprechende Listing. Und diese Lektion dient eher der Wiederholung von bereits Gelernten. Wir haben hier den PHP-Tag von Zeile 1 bis Zeile 11. Was dazwischen ist, ist also dann PHP. Wir werden hier wieder Variablen mit Werten versehen. $A bekommt den Wert Hallo. String-Variablen erkennen wir daran, von der Zuweisung her, dass es hier Anführungszeichen gibt. Dann wird hier der Wert Markus der Variable $B zugewiesen, wird hier $A ausgegeben. Das wäre dann hier das Hallo. Dann gibt es einen Zeilenumbruch in der Webseite mit $BR, also nicht Dollar, sondern mit diesem BR-Tag. Dann wird B ausgegeben, da haben wir hier den Wert dazugewiesen. Das wäre Markus und wiederum ein Zeilenumbruch in der nächsten Zeile. Und dann sieht man ein weiteres Beispiel für diese Verkettung von Ausgaben. Der Wert Hallo und Markus, der jeweils in den Variablen drinsteckt, wird ebenfalls ausgegeben und hier mit den Punkten dann wird hier ein Leerzeichen dazwischen gesetzt. Das wäre hier wieder Hallo Markus. Dann gibt es wieder einen Zeilenumbruch und dann schon wieder hier genau dasselbe. Ja. Das heißt, wir haben hier nochmal wiederholt, eben, dass man was String-Variablen sind, dass man sie Variablen mit Werten versehen kann, wie sie ausgegeben werden, was der BR-Tag bewirkt, was dieser Punkt bewirkt, dass man nämlich hier etwas miteinander verkettet, verbindet, und dass man in die Art und Weise zum Beispiel zwischen zwei Textvariablen hier ein Leerzeichen einfügen kann. Probier wieder diese Aufgabenstellung hier unten zu lösen, damit du das gleich ausprobierst, was du dir jetzt gerade nochmal angeschaut hast. Und mir bleibt jetzt hier zu danken für das Zuhören und Zuschauen. Danke!